Hallo, meine Damen und Herren, was haben wir denn hier? Knife? Dank It's Killing Me, dem alten Gönner und Macher, haben wir dieses Knife für ein Giveaway am Start mit Nametag. Und dieses Giveaway starten wir diese Woche. Dieses Knife ist dank dem CS2-Hype extrem gestiegen, weil es auch mega aussieht in CS2. Ihr kennt ja die ganzen Videos, wo sie sich die Knives angucken und absolut ausrasten wie Wahnsinnige. Würde ich übrigens auch gerne machen können, solche Videos. CS2, 12, für mich, danke. Und ja! Jetzt hauen wir das langsam mal raus. Dieses Giveaway hier, ich bin übrigens auf meinem Trade-Account, deswegen sieht der so aus, wie er aussieht, der hat auch kein Prime, wird auf Twitch stattfinden, ausschließlich auf Twitch. Da finden immer die großen Giveaways statt. Und das Ganze läuft wie folgt ab. Es geht von heute, also vom 11.04. bis zum 28.04., also 3 Wochen lang. Ihr sammelt meine Stream-Währung, während ihr meinen Stream schaut. Ganz kostenlos. Einfach einschalten, zugucken und schon sammelt ihr. Die Dinger heißen Bubble Dollar, ich habe sie hier liegen, ihr habt sie dann digital. Je öfter man da ist und je länger man reinschaut, desto mehr sammelt man und desto mehr Tickets kann man sich fürs Giveaway kaufen. Ein Ticket wird 2000 Bubble Dollar kosten und keine Sorge, jeder von euch kann mitmachen, auch wenn man heute erst ganz frisch mit einsteigt und dieses Gesicht zum ersten Mal sieht. Hallöchen, Popöchen. Wie gesagt, komplett kostenlos, einfach in die Streams kommen, zuschauen, aktiv sein. Man bekommt nämlich auch Aktivitätsboni, wenn man im Chat so ein bisschen rumschreibt, kriegt man Boni obendrauf. Ja, und dann wird man in der Woche vom 28. und zwar an dem Dienstag, Donnerstag und Freitag, in dieses Giveaway hinein können. Ab jetzt könnt ihr aber schon sammeln, also ab heute. Wer also heute am 11.04. schon Bock hat auf dieses Knife, sollte am besten in den Stream kommen, um eben Bubble Dollar zu sammeln. Und wann kann ich da jetzt reinkommen, fragt ihr euch? Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Das sind meine Streamtage, da bin ich immer live und meistens für 6 bis 8 Stunden. Also an jedem von diesen Streams. Es gibt übrigens neben diesem Knife auch in jedem Livestream Giveaways. Die sind jetzt während den Knife-Giveaways meist etwas kleiner. Wenn dann das Knife-Giveaway rum ist und wir die normalen Streams angehen, werden die Sachen noch wieder größer. Dann gibt es dann halt solche Geschichten wie das hier in einzelnen Streams, die man sich dann abholen kann. Jetzt während des Knives dann eher solche Sachen, wobei die auch noch ziemlich fett sind. Nur immer, wenn ich halt schon was Großes im Giveaway habe, das Knife ist mittlerweile, ich glaube, in Richtung 250, 300 Euro gehend. Und ja, das ist schon eine leckere Geschichte. Für 3 Wochen kann man jetzt, wie gesagt, mitmachen. Grundsätzlich ist es natürlich für jeden ratsam, wenn man Bock hat auf Skins und vielleicht auch meine Streams mag. Wir spielen da immer zusammen CSGO. Meistens 4 bis 6 Spiele und danach dann dienstags TTT über Garry's Mod, donnerstags meistens nur Counter-Strike und freitags irgendwas. Letzten Freitag haben wir zum Beispiel, haben wir da GTA gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben am Freitag davor Perfect Heist 2 gespielt, war auch nice. Wir sind eine chillige Community, die eben gemeinsam mal diesen 3 Tagen reinzockt. Viele haben sich auch jetzt über die Streams halt gefunden, es haben sich Freundschaften gebildet und man spielt auch neben den Streams. Aber ja, wenn man mit mir reindaddeln will, dann sollte man halt in den Streams einschauen. Und wie gesagt, die Giveaways gehen auch ausschließlich über die Streams. Also die einfachste Regel, auch für alle Giveaways, die in Zukunft kommen. Wie zum Beispiel die AK-47 Bloodsport, können wir dann auch gerne demnächst raushauen. Das sind alles so Sachen, die gehen halt nur in den Streams. Auf YouTube mache ich meist kleinere Giveaways, auf Twitch dann die ganz großen Geschichten. Also kurzum, einfach so oft und so lange wie möglich da sein. Sofern es einem Spaß macht natürlich. Man kann den Stream auch einfach nebenbei laufen lassen im Lurk. Und dann Bubble Dollar sammeln und dann bei den Giveaways mitmachen, ist für mich auch in Ordnung. Nur wer halt jetzt reinkommt und sagt, ich will jetzt sofort was abholen, der kann sich halt dann wieder verpissen, ne? Weil ich meine, es soll schon an die Community gehen. Man kann sehr gerne ganz neu Community-Mitglied werden, ab heute oder ab morgen oder eben einfach ab dem Moment, ab dem man das hier jetzt zum Beispiel sieht. Aber ja, wer halt nur zum Abgreifen reinkommt, um schnell, schnell was zu holen, das geht halt nicht. Also man muss schon da eine Weile da sein und ein bisschen zugucken. Das war es dann soweit wieder von Bubbler. Sorry, dass jetzt eine Woche lang nichts kam und das erste Video direkt Giveaway ist, aber ja, ich habe jetzt lange nichts mehr gemacht. Wie man, gut, hier ist sowieso Quatsch, aber wie man auf den anderen Accounts ja sieht, Overwatch geht ja gerade nicht. Ich habe noch ein paar Fälle im Petto, die ich mal angehen könnte, die ich mal abgelegt habe. Ja, da muss ich langsam mal ran, ich alter Fockel. Die Woche war leider wieder extrem stressig. Im vergangenen Monat war ich ja krank. Es war einfach schrecklich. Ja, dann vielen, vielen Dank für alles, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Also jetzt gleich 18 Uhr. Oder am Donnerstag ab 18 Uhr oder am Freitag ab 18 Uhr. Oder im nächsten Video. Kuss geht raus und ja, lasst das krachen, alle. Bye! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.